Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. So, ich habe das letzte Mal noch vergessen, dass ich aufs Polaroid klicke. Deswegen drücke ich jetzt drauf und wir sehen die nette Endsequenz dieses kleinen Levels. So. Die Tochter. Würde ich jetzt mal so sagen. Die Tochter und die Ehefrau des anderen, des Jüngeren, der Überlebende. Schön an die Tür gekotzt worden. Vitalia. Vitalia. Natürlich will sie erstmal ihren Vater sehen, natürlich. So zugerichtet durch das Feuer. In den letzten Stunden, die er noch hat, will sie ihn natürlich auch besuchen und gucken, wie es ihm geht. Süße. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ganz ruhig. Sie sagen, Dad wird die Woche nicht überstehen. Ich weiß, ich bin hier, um dich zu um mich zu verabschieden. Weißt du, wir können einfach gehen, du und ich, dieses verdammte Leben, alles ist weg. Klingt gut. Aber ich kann nicht. Ich bin eine Palermo, Nico. Okay. Und wenn Daddy nicht mehr ist und du als Außenseiter seinen Platz einnimmst, würden unsere Feinde unsere Familie vernichten. Ja, da hat sie nicht mal so Unrecht, würde ich sagen. Ja, bringen sie ihn jetzt direkt vor den Polizisten und alle um die Ecke. Das ist die Frage. Das darf ich nicht zulassen. Ich muss allen zeigen, dass immer noch eine Palermo auf dem Thron sitzt. Ui, ui, ui. Was, du kommst hierher, um mich zu ohrfeigen, nach allem, was wir zusammen durchgestanden haben? Nico, 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 du bist so altmodisch. Nein, Süße, ich werde mich von dir scheiden lassen. Auch eine Option. Da. Wie bitte? Willst du mich verarschen? Ohne die Familie hinter mir bin ich hier drin ein toter Mann. Ah, viel Spaß. Ich weiß, Süßer, aber das geht mich nichts mehr an. Gute Aktion, würde ich mal sagen. Sie muss ihn nicht selber töten, muss sich selber nicht die Hände schmutzig machen. Ganz easy. Geile Aktion. Ich wünsche dir einen besseren Ort, Daddy. Das wünschen wir uns alle. Für unsere Verstorbenen natürlich. Nicht jetzt unbedingt für ihn, aber mach's gut, Nico. Hat Stil, die Frau. Hat Stil, die Frau. Kann man schon mal so sagen. Und jetzt auf in die nächste Mission. Keine Zeit für Mitleid. Oh, okay. Hört sich ernst an. CNDZ. Aufstand in Alchemico Staatsgefängnis. Angestellte und Sicherheitspersonal haben sich an die Umzäunung zurückgezogen und warten dort auf militärische Unterstützung. Mehrere Mitarbeiter werden noch vermisst, darunter auch Geschäftsführer Charles Walls. Der Aufstand brach los, nachdem mehrere hochrangige Richter in Gewahrsam genommen wurden. Gegen Bestechungsgeld schwere Gefängnisstrafen ausgesprochen haben sollten. Douglas Bendigt, der gerade eine lebenslängliche Haftstrafe absitzt, soll der Rädelsführer hinter diesem Gewaltausbruch sein.
Quellen zufolge sind... Quellen zufolge wird die Situation dadurch noch angespannter, dass die Unterwelt kürzlich von mehreren Morden an hochrangigen Kriminellen erschüttert wurde. Darunter auch der letztmonatige Mordanschlag auf den Mafioso Victor Palermo. Vor wenigen Minuten hat sich Bürgermeister Kelvin Heller zur Lage geäußert. Alle, die unsere Reformbemühungen im Bereich des Staatsvollzugs kritisieren, sollten sich dies als schreckliche Mahnung zu Herzen nehmen. Diese Männer bekommen Unterkunft und Essen gestellt. Sie haben das Privileg bezahlter Arbeit. Das ist ihr Dank an alle Steuerzahler, die für ihr angenehmes Leben zahlen. Der stellvertretende Geschäftsführer Charles Walcott, der relativ neu auf diesem Gebiet ist, was? Der Stellvertreter von Geschäftsführer Charles Walcott, der relativ neu auf dem Gebiet ist, wurde mit der Wiederherstellung der Ordnung betraut. Es bleibt abzuwarten, ob sein Mangel an Erfahrung sich in dieser schwierigen Lage negativ auswirken wird. Okay, werde ich gleich mal niedergemacht, ohne was getan zu haben. Eieiei. Okay, das wird interesting. Okay, erstmal, der Verhandlungsführer will mit uns reden. Diese Sache ist außer Kontrolle. Niemand ist zuständig. Wir haben mehrere Tote und die verbliebenen Wachen weigern sich, in die aufständischen Zellenblöcken zu gehen. Wir müssten uns an die Einzäunung zurückziehen. Was für Flachpfeifen. Naja. Machen Sie einen Plan und beenden Sie diese Sache, bevor sie uns völlig aus der Hand gleitet. Die Bereitschaftspolizei wird in wenigen Minuten hier sein. Ich hoff's. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Dann warten wir halt mal. Bis die hier mal um die Ecke kommen. Bis sie sich da mal bemühen. Ah, Feuerwehrmänner kann ich gerade nicht. Mal kurz so einen Überblick übers Gefängnis verschaffen. Na, sieht alles nicht so nice aus. Hier brennt sogar. Hier sind die Aufständischen darin. So in den roten Zellenblöcken, so wie es aussieht. Da bin ich mal gespannt. So, kommen die auch mal oder... Kommen die nicht? 7 Todesfälle mittlerweile heute schon. Eieiei. Also. Das ist eine heavy Zahl. Also, das. So. Der Verhandlungsführer. Wieder mal. Ah. Die ersten Angehörigen der Eingreifteams sind da. Okay. Das ist die Bereitschaftspolizei. Ist sie wesentlich schwerer bewaffnet? Schicken sie diese Jungs los, um die verlorene Gefängnistrakte zurückzuerobern. Wir haben auch ein paar Sanitäter aus einem nahegelegenen Landeskrankenhaus dabei. Mit denen sollten sie ihre Bereitschaftspolizisten medizinisch versorgen, während sie das Gefängnis zurückerobern. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal ein Plan. Wo gehen wir lang? Also, ich will da nicht irgendwie kopflos irgendwie reinstürmen. Nicht, dass ich in den Hinterhalt gerate, aber ich glaube, ich gehe hier so ganz normal rein und werde dann durch diesen Zellenblock schon mal gehen. Also ganz gemütlich. So, also ihr postiert euch ungefähr hier. Achso, shit. Ungefähr hier. Und ihr postiert euch mal hier. So, ein bisschen dahinter, dass natürlich nicht so leicht was passieren kann, weil unsere Medics... Die sind hier wichtig auf dem Plan, die müssen hier schon überleben. Das auf jeden Fall, da ist jeder Einzelne wichtig, damit unsere schnelle Eingreiftruppe hier auch wahnsinnig schnell hier arbeiten kann. So, und natürlich muss ich immer meine Medics hier nachziehen, weil sonst habe ich hier ein Problem. So, wir nähern uns dem ersten Zellentrakt, mal gucken, wie das hier so gelingt, ob wir die... Aufständischen hier niederschlagen können oder sie uns da in die Parade fahren. So, ihr geht noch ein Stück näher. Ihr bleibt dicht gefolgt. Und dann gehen wir rein. So, rein. Oh, nee. Oh, shit. Das war nicht der Plan, Leute. Ja, das ist ein Fenster. Deswegen müssen wir uns hier postieren. Das habe ich übersehen, dass das ein Zellenfenster ist. Ja, hätte ich mir vorher einen besseren Überblick verschaffen müssen.
So, ihr geht hier rein. Schon mal das erste Quäntchen hier. So, ihr geht auch mit rein. Also das ist die erste der erste Zufluchtsort. So, bei drei gehen wir rein. Drei, zwei, bei drei gehen wir rein. Drei. So, wenn dann so. So, die Aufständischen hier erstmal hier zurückziehen. So, hier erstmal klar Schiff auf einer kleinen Fläche machen. So, auf jeden Fall ist hier schon mal besser. Die Medics ein bisschen nachziehen, nicht dass sie hier aufs Maul bekommen. So, ihr geht hier zusammen. Nicht so auseinanderziehen lassen, das ist eine Taktik von denen. Also aufpassen. So, braucht keiner irgendwie Verarztung? Okay. Welchen Zellentrakt machen wir als erstes? Machen wir hier unten oder hier oben? Ich glaube, ich gehe hier unten rein. So, Medics. Oh, shit. Medics bleiben hier. Der Zellentrakt ist mehr oder weniger gar nicht gesichert. So, alle rein hier, Leute. Nicht hier so agieren. So, ihr kommt mit. Oh, der kämpft sogar nackt. Ah, jetzt nicht mehr. So, Medic kann hier gleich mal wieder verarzten. So, ihr kommt hier mal zusammen. Er ist bewusstlos, er ist verletzt. Die haben dann schon aufgegeben. Es ist dann schon mal gut, wenn sie aufgeben. So, zieht euch zusammen, gucken, ob ein Medic was tun kann. Nee, sieht gerade nicht so aus. So, dann werden wir den oberen Trakt als nächstes einnehmen. So, ich gehe mal so weit. Die Medics natürlich dicht gefolgt. So, hinterher. Oh, shit. So, da kommt der eine oder andere, kommt schon noch auf uns zu. Oh, wir haben hier einen Verletzten. Es ist gar nicht gut. So, Medic, geh nach. Lieber gleich die Verletzten verarzten, dass die wieder gut auf dem Damm sind, dass sie weiterkämpfen können, um dieses, ja, vermaledeite Gefängnis wieder zurückzuerobern. Sieht aber soweit schon gut aus. So, wir haben hier wieder jemanden. Weitere Bereitschaftspolizisten sind eingetroffen. Super. Schnelle Eingreiftruppe wird größer. So, die schicke ich jetzt hier erstmal rein. So als kleine Abfangverstärkung. Die will ich bitte miteinander durchschicken, weil aufsplitten ist so eine Sache. Weil wenn ich das tue, könnte es gut und gerne passieren, dass mir das aus Händen gleitet. Und da habe ich keine Lust zu. So, Bereitschaftspolizisten können hier nochmal rein. Sieht aber soweit schon mal nicht schlecht aus. So, der ist verletzt. Ich gehe noch ein Stück, dass ich die Medics nachziehen kann. So, ganz ruhig. Nochmal hier zurückziehen. Wenn da miteinander in so eine kleine Zelle sich zwängen lassen, ist keine gute Idee. So, die anderen Bereitschaftspolizisten sind auch schon da. Die können hier schon mal hingehen. So, hier, komm, rein da, Leute, rein da. So, Medics, dich gefolgt. So, Aufständischen werden weniger. Wir knüppeln das schon nieder, dass sie hier den Aufstand machen. Oh, wir haben den Toten, wir haben den Toten. Oh mein Gott, wir haben nicht aufgepasst. Oh mein Gott, da müssen wir einen Brief an die Hinterbliebenen schreiben. Das ist gar nicht toll. So, wir haben noch einen Verletzten, Leute. Wie wäre es denn mal mit Verarzten? So, jetzt haben wir wieder hier ein Auto speichern. So, genau, ihn hier verarzten. Perfekt. So, hier ist, glaube ich, noch der ein oder andere Aufständische im Ort. So, der Trupp, der eh schon angefickt ist, hier nach vorne ziehen. So, ihr Medics, ihr sammelt euch hier. Oh, 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 oh. So, wenn dann alle drauf. Wenn dann alle drauf. Medics gehen hier nach. Sofort. So, hier gehen wir hin. Medics wieder hinterher. Der ganzen Sache.
Hier brennt ein kompletter Zellendrack nieder. So, der eine oder andere Aufständische kommt hier immer noch durch den Engpass hier durch. So, die Medics verarzten wieder. Super Leute. Hier in der Dusche muss ich dann auch klar Schiff machen, aber ich gehe erst hier oben rein. Das ist auf jeden Fall klar. Kann ich nicht zwei auf einmal auswählen? Das ist halt ein bisschen schade. So, rein da, Leute, rein da. Medics hinterher, hierhin. Wenn hier Platz vor der Tür ist. So, weiter rein da, dass die Medics Platz haben. So, der hat... Die Dusche ist auch schon wieder safe. Das ist gut. Das Brennen stört mich gerade tontechnisch ein bisschen. So, okay. So, weit reinbrechen. Ihr geht hier rüber als Verstärkung. Medics gehen hier hin. So, der ein oder andere Aufständische ist auch schon wieder da. Mensch, Leute, wenn dann alle miteinander oder gar keiner. So, der Bürgermeister. Ich vermute, ich spreche mit dem stellvertretenden Geschäftsführer. Wir befinden uns in einer äußerst komplizierten Lage und wir stehen alle unter immensem Druck. Ich möchte Ihnen meine volle Unterstützung versichern und werde Ihnen sämtliche Ressourcen bereitstellen, die Sie benötigen. Das höre ich gern. Wir haben einen Fuß in die Tür bekommen und teilen das Gefängnis, was? Und Teile des Gefängnisses zurückgenommen. Und die Anzahl der Toten ist bisher vollkommen vertretbar. Aber bevor Sie weitermachen und den Rest des Gefängnisses einnehmen, sollten Sie den Trakt sichern, die Sie bereits zurückerobert haben. Stellen Sie ein paar Wachen ein und teilen Sie sie über den Einsatzbildschirm den zurückeroberten Sektor zu. Sie werden dafür sorgen, dass dieser Trakt in unserer Hand bleibt. Danach stoßen Sie in den restlichen Zonen vor und erledigen diesen Monster. Diese Tiere sind nicht rehabilitierbar und verhandeln kann man mit ihnen auch nicht. Ich bin gerade dabei, eine bewaffnete Eingreiftruppe zu bewilligen. Ich sage dieser Sache ein schnelles Ende bereiten. Okay. Okay, wir brauchen ein paar Dinger. Wachen. Blockiert. So, der Einsatzbildschirm. Ich will hier zwei. Ich will hier zwei. So. Ich will hier einen. Ich will hier einen. Okay. Alle klar? Alle super? Dann können wir ja wieder. So, dann macht mal. Dann verteilt euch mal auf eure Zellenblöcke. Ich müsste hier mal zumachen. So. Muss ich euch den Weg noch zeigen oder... Findet ihr den Weg gerade selber? Eher nicht, oder? Ich habe doch die schon zurückerobert. Dann verteilt euch mal. Ja, die haben genug zu tun. So. Der Arzt. So. Im ganzen Gefängnis gibt es Verwundete und es wird zweifellos noch mehr geben. Sie können sie nicht einfach verbluten lassen. Bauen Sie irgendwo auf dem Gelände eine Krankenstation und stellen Sie Ärzte ein, die Verwundeten versorgen. Einige Tote hat es auch gegeben. Um ihre Würde willen müssen wir eine Leichenhalle bauen und damit anfangen, sie einzusammeln. Sie müssen für die Bauarbeiten Arbeiter einstellen. Sorgen Sie für Ihre Sicherheit. Okay. Das ist natürlich schon mal super. Für ihre Sicherheit würde ich ja gerne sorgen, aber das kann ich noch nicht. So, ich nehme, glaube ich, den Zellentrakt als nächstes ein. Deswegen postiere ich mich hier. Mit meinen beiden Truppen. Und natürlich die Medics nehme ich auch mit. So, die können dann gleich los. Dann werde ich ein Fundament zimmern. Natürlich, gemauert. Hier so im Eingangsbereich. So. Türen, 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 Türen.
Eine Gefängnistür, eine kleine reicht. Hier eine und hier eine. So, mehr kann ich gerade nicht machen, oder? Strom, Strom, Strom. Strom brauchen wir auch noch. Für die guten Leute.